Ich bin zwar immer noch in kurzer Hose, aber der Herbst ist langsam da und es muss ein Fazit her. Viele Bekannte, Verwandte, Freunde wissen, ja, dass ich halt mittlerweile seit gut eineinhalb Jahren oder eineinhalb Saisons habe ich einen Rasenmäherroboter. Diesen habe ich euch auch schon vorgestellt in anderen Videos. Heute möchte ich euch mein Fazit dazu erzählen. Ich möchte diesen nicht mehr missen. Das ist ein riesiger Helfer, Unterstützer, der entlastet ganz viel. Man bekommt dadurch auch viel mehr Freizeit. Klar ist die Anschaffung eines Roboters nicht ganz günstig, aber dazu habe ich auch schon in den anderen Videos was erzählt. Heute möchte ich euch so meine Erfahrungen mitteilen, was passiert ist, wie der Rasen ist und wie ich überhaupt damit zufrieden bin. Wie ich schon gesagt habe, möchte ich diesen nicht mehr missen, also bin ich super zufrieden. Der fährt bei Regen, der fährt bei Sonnenschein, der fährt wann immer es halt, wann immer der programmiert ist. Anfang des Jahres habe ich diesen Roboter programmiert, dass er alle zwei Tage fährt. Also das heißt, der fängt dann Montag an, Dienstag hat er Pause, Mittwoch fährt er, Freitag fährt er. Samstag hat er Pause, Sonntag ist er auch gefahren. Der ist so leise, dass wir den selbst Sonntag fahren lassen können. Als es dann so warm geworden ist, habe ich diesen, wir hatten dieses Jahr so einen komischen Sommer, dass ich diesen umprogrammieren musste, dass er jeden Tag fährt, weil es hat zwei Tage geregnet, drei Tage Sonne, zwei Tage geregnet. Der Rasen, der kann der Roboter gar nicht mehr mit. Deswegen habe ich ihn eingestellt, dass er immer jeden Tag fährt. Aber das müsst ihr nach den Gegebenheiten einstellen. Wächst der Rasen schneller, müssen wir den täglich fahren lassen oder alle zwei Tage, dazwischen einen Tag Pause. So wie ihr das haben wollt, könnt ihr den euch einprogrammieren, einstellen. Ich habe keinen Smart-Roboter, das heißt, ich kann das nicht mit dem Handy machen. Ich muss das alles hier drinnen einprogrammieren, einstellen, aber das ist alles gar kein Problem. Wenn da Bedarf besteht, kann ich euch das auch gerne mal in einem kurzen, separaten Video zeigen, wie man den Roboter einstellt. Des Weiteren habe ich dieses Jahr noch einen Schutz dafür gebaut, das zeige ich euch dann gleich. Und überall dafür gesorgt, dass der sich nicht festfährt. Also am Trampolin musste ich da was installieren und ansonsten fährt er sich eigentlich nirgendwo fest. Wir haben dieses Jahr das erste Mal den Rasen vertikutiert, gedüngt. Und dadurch, dass der Roboter ständig fährt, man hat immer so eine gleichmäßige, nirgendwo ist der, bloß die Kanten, die müssen wir halt separat schneiden, aber sonst ist der Rasen überall schön gleichmäßig. Klar habe ich viel Klee hier drin, es ist kein perfekter englischer Garten oder Rasen, aber ich habe trotzdem immer schön gemähten Rasen. Ich muss keinen Schnitt mehr entsorgen und ich muss mir auch da keine Gedanken machen. Regnet es morgen, klebt das alles am Messer fest an normalen Rasenmäher oder kann ich da ganz normal durchgehen? Da fährt der Roboter. Ich habe den programmiert immer morgens ab 10 Uhr. Ich lasse den nicht nachts fahren, wegen den Tierchen, die hier rumlaufen könnten. Es könnten ja immer Maulwürfe sein. Und wenn der Roboter fährt, dann fährt er. Wenn da so ein Apfel liegt vom Apfelbaum, den Meter weg. Na, deswegen bitte nicht nachts fahren lassen. Ich habe meinen Roboter programmiert von 10 Uhr bis 18 Uhr. Wenn er halt leer ist, fährt er zur Ladestation. Problem ist nur eins, wenn es regnet und wir haben so ein bisschen Laub und ein bisschen der Schnitt, der vom Rasenmäher kommt, dass die Räder, dass es an den Rädern klebt. Das sehen wir hier. Und da kann es schon mal sein, dass der Rasenmäher da so ein bisschen höher ist auf einer Seite und er manchmal nicht auf die Station schafft. Aber das ist nur, wenn es regnet und die Räder sich vollkleben mit dem Schnitt oder Laub, was auf der Wiese liegt. Zu den Klingen. Ich habe keine originalen Klingen und in manchen Foren oder auch bei Facebook wird geschrieben, günstige Alternative, Ziranfeldklingen. Lasst bloß die Finger davon. Die Dinger sind so dünn, die sind dafür nicht gedacht. Die brechen euch weg. Ich habe den Fehler gemacht und deswegen kann ich euch sagen, macht es nicht. Irgendwo liegen dann die Bruchteile. Und ja, wenn ihr Kinder habt oder was auch immer, Tiere, die können da reintreten, reinlaufen und sich verletzen. Ich habe die Klingen zum Glück gefunden und habe diese nie wieder benutzt. Das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich dir sagen kann, lass die Finger davon. Ich habe Standard silberne Klingen gekauft.
Und also letztes Jahr 30 Stück für einen Zehner, für 15 € irgendwo da in dem Schritt oder im Schnitt. Und habe dieses Jahr gelbe Klingen gekauft, die sollen Titanbeschichtung drauf haben. Ich muss sagen, die halten wirklich länger und halten auch besser. Auch die lagen irgendwo bei 15, 16, 17 € für 30 Klingen. Also 10-mal können wir die auswechseln. Wie oft habe ich das dieses Jahr gemacht? Ich habe vielleicht 5-mal gewechselt. Wenn ich dann gesehen habe, die sind wirklich stumpf oder der ist irgendwo gegengefahren, lag was von den Kindern, irgendein Spielzeug, dass da die Klingen stumpf geworden sind. Ich werde jetzt einfach mal einen kurzen Schnitt machen und laufe mit euch halt ein bisschen rum und zeige euch, wie ich die Stellen abgesichert habe und die Garage, die ich gebaut habe für den Roboter. Von mir jetzt schon eine klare Empfehlung an alle, die sich ihre wertvolle Zeit nicht mit Rasenmähen, ja, da verschwenden wollen und lieber die Sachen für schöne Sachen im Leben nutzen können. Also echt genial das Ding. Es muss kein Gardena sein, es muss kein Husqvarna sein, es ist auch keine Werbung, ich bekomme da auch kein Geld für. Ich möchte nur meine Erfahrungen mit euch teilen, weil irgendwo hat mein ganzes Hobby, das Grillen, das Räuchern, die Wachtelhaltung, es spielt sich alles im Garten ab und da gehört auch der Rasen dazu und deswegen mache ich das Video. So, Freunde, dann laufen wir mal ab. Ich zeige euch mal eben vom Nahen den Mäher. Und klar, der hat hier seine Macken und der fährt überall durch und stößt überall an. Aber zur Not, wenn das Gehäuse irgendwann mal komplett oppe sein sollte, kann man das ja auch auswechseln. Gehen wir mal hier zu der Bananenstaude, die ich hier dieses Jahr eingepflanzt habe. Ich habe mir hier so einen Schutz drumherum gebaut, weil die ganzen, ja, ich sag mal, Seitentriebe hier wachsen und diese kann man ja dann auch vermehren und ja, damit er die nicht immer abmäht oder die Staude kaputt macht, habe ich hier so einen kleinen Schutz gebaut. So, hier ist die Hütte, die ich gebaut habe. Ich habe mir einfach mal so eine Anleitung aus dem Internet gesucht. Das waren vielleicht Arbeitszeit 4 Stunden, 5 Stunden. Hier kann ich den Deckel öffnen und da halt mit der Stange arretieren, wenn ich irgendeine Einstellung vornehmen möchte an der Station. Super praktisch, der ist geschützt. Steht nicht den ganzen Tag in der Sonne oder im Regen. So, sonst haben wir hier eigentlich nirgendwo, wo er gegenfahren kann oder sich festfahren kann. Das macht er auch nicht. Der fährt schon mal unter die Rutsche, kommt aber von alleine da raus. Also da müssen wir nichts machen. Ja, am Trampolin ist halt eine ganz andere Geschichte. Ihr seht schon, die Kanten, die wachsen, da kommt er halt nicht dran. Da gehen wir aber mit dem Rasentrimmer her und schneiden alles weg. Ich habe hier so Dachlatten befestigt, damit er dann hier gegenfährt und nicht, wie ihr sehen könnt, das ist so ein bisschen, das geht hier hoch, sonst würde er dann da hochfahren und der fährt sich einfach fest. Da ist eine Stange kaputt, die muss ich auswechseln, da sind die Burschen mal draufgetreten und hier ist halt so eine Stelle, hier kann man das so deutlich sehen, es geht dann hier hoch und hier fährt er sich dann fest und kommt dann nicht mehr weg. Der macht keinen Halt. Also wenn da irgendwas liegt, ich habe hier leider im Moment keinen Apfel, macht er den platt. Und deswegen sollten wir den auch nicht nachts fahren lassen. So, hier habe ich auch alles barrierefrei. Hier fährt er und macht seinen Job. Ihr seht, komplett alles weggemäht. Bis hierhin habe ich es gelegt, den Draht. Ich wollte nicht, dass er da hinten reinfährt. Aber hier sieht man dann, da muss ich mit einem normalen Rasenmäher her und das hier wegmachen. Ist eine echt super Erleichterung, der Rasen. Vielleicht kann man das irgendwie zeigen. So, ihr seht, das ist alles schön gleichmäßig und es macht einfach nur Spaß, morgens eine Kaffeetasse in der Hand zu halten und der fährt da und macht seinen Job. Hier konnte ich halt nicht so weit legen. Ich zeige euch das nochmal.
Da muss ich auch immer mit einem normalen Rasenmäher, wenn ich draußen mähe, oder eben kurz mit dem Rasentrimmer, Unterschied halt, ne? Weil ich hier eine Betonkante hatte. Deswegen habe ich hier so ein bisschen was Höheres. Aber im Grunde genommen, wenn wir nach da schauen, wunderbar. Und auch wenn man so Besuch bekommt, es fällt auf. Es fällt allen auf, dass der Rasen halt anders ist. Weil der schön jeden Tag gemäht wird. Und ja, das war so ein Update zu meinem Roboter. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt zur Programmierung oder Zeiteinstellung, kann ich euch das gerne mal zeigen. Ansonsten habe ich gar keine Probleme. Letztes Jahr wurde er mir ja ausgetauscht und der fährt das ganze Jahr jetzt durch. Und da muss man halt wirklich schauen, ich drehe mal die Kamera, da muss man halt für sich halt wirklich schauen, wie brauche ich das von der Zeit, wie schafft er das von der Fläche. Der ist jetzt ausgelegt für 500 Quadratmeter und ich habe hier ungefähr eine Rasenfläche, ja, zwischen 250 und 300 Quadratmeter. Und ja, damit kommt er super zurecht. Freunde, ich habe euch noch so ein bisschen Zeitraffer aufgenommen, das werde ich irgendwo einbauen. Da könnt ihr euch das mal anschauen, wie er so fährt, von oben und vom Rasenmäher. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.